Herzlich willkommen zur heutigen Takeaway E-Lecture. Ich hoffe, Sie haben es bequem und lade Sie ein zu einem Panoramablick zum Thema interaktive Tafelsysteme im Unterricht. Was interaktive Tafeln sind und wie wir sie im Unterricht einsetzen können, das wollen wir uns jetzt genau ansehen. Was ist eine interaktive Tafel? Ein interaktives Whiteboard ist eine elektronische Tafel, die mit einem Computer verbunden ist. Der Bildschirm wird auf die Fläche der Tafel projiziert und per Fingerdruck oder Stift kann der Computer gesteuert werden. Ich nenne das Ganze auch gern Pixeltafel, denn inzwischen sind wir nicht mehr an die ursprüngliche Hardware gebunden. Was kann also alles interaktive Hardware sein? Naja, die interaktiven Tafeln mit Beamer, das sind Ultra-Kurzdistanz-Beamer, die sehr nahe an der Tafel montiert sind, damit wir uns nicht selber im Schatten stehen. Das können aber auch interaktive Displays sein, Fernseher mit Touchfunktion, auch Computerbildschirme mit Touchfunktion, Grafiktablets, die an den Computer angeschlossen werden, aber auch Tablets oder Smartphones. Wie diese Übersicht zeigen soll, sind Smartphones nicht allzu gut für das Verwenden als interaktive Tafel sozusagen geeignet, da sie sehr klein sind. Tablets und Grafiktablets sind schon geeignet, Touchbildschirme und alles, was von der Größe her noch darüber liegt, wie eben die interaktiven Displays und die Tafeln, sind gut geeignet. Zusätzlich zu diesen Eingabe- und Ausgabegeräten benötige ich einen Computer wie einen Stand-PC oder Laptop. Vor dem Einsatz im Unterricht sollten Sie sich auch einmal mit der Bedienung Ihrer interaktiven Tafel auseinandersetzen. Können Sie Ihre Tafel mit Finger bedienen? Können Sie die Tafel mit Stift und Finger bedienen oder eben nur mit Stiften? Es gibt eben Systeme, die nur mit aktivem Stift bedienbar sind und es gibt Systeme, die sowohl die Fingereingabe als auch die Stifteingabe erkennen können. Außerdem gibt es Systeme, die nur eine Eingabe erkennen können, die sogenannten Single-Touch-Boards und die Multi-Touch-Boards, die eben mehrere Eingaben zugleich erkennen können. Ist Ihre Tafel mit einer Höhenverstellung ausgestattet? Ist diese Höhenverstellung manuell oder elektronisch? Gibt es an Ihrer Tafel irgendwelche Schalter wie den Aus- und Einschalter oder Schalter für die Audioregelung laut-leise? Gibt es überhaupt ein Audiosystem an der Tafel? Und oft gibt es auch Fernbedienungen, wo Sie hilfreiche Tasten wie das Picture Mute, das heißt das Ausblenden auf einen schwarzen Bildschirm, ohne den Beamer ausschalten zu müssen, finden. Nicht zu vernachlässigen ist die Infrastruktur wie die Anbindung an das Internet. Es ist zwar nicht erforderlich, eine Anbindung an das Internet für das Tafelarbeiten zu haben, doch sind aber schon viele Tools, Web 2.0 Tools, also Tools, die eine Internetverbindung benötigen, sind da gewisse Bandbreiten nicht vorhanden, wird das Arbeiten schnell mühsam. Was verstehen wir nun unter Tafelarbeiten? Sie können natürlich schreiben, wie Sie das auch auf jeder analogen Tafel machen, handschriftliche Eingaben, irgendwelche Materialien, irgendwelche Tafelbilder erstellen. Außerdem können Sie mit Bildmaterial, mit Audiomaterial, mit Videomaterial, mit interaktivem Material, das heißt also mit interaktiven Lernbausteinen, wo Sie Eingaben an den Computer machen und der Computer auch Rückmeldungen ausspuckt, Tafelbilder erstellen. Beziehungsweise auch einen Austausch betreiben, das heißt erstellte Tafelbilder abspeichern und zur Verfügung stellen, Schülerinnen und Schülern oder Eltern weitergeben oder eben einfach in der nächsten Stunde wieder öffnen und weiter bearbeiten. Das Internet als großer Pool für Lerninhalte live auf der Tafel verwendbar. Ein Vorteil, der durch den Einsatz von digitalen Tafeln entsteht, ist, dass Sie aktuelle Tafelbilder abspeichern können. In der nächsten Stunde können Sie dieses Tafelbild dann wieder öffnen und weiter bearbeiten. Sollten Sie es weitergeben wollen und ist das Tafelbild in einem speziellen Dateiformat abgespeichert, können Sie diese Tafelbilder exportieren. Das heißt, Sie können zum Beispiel ein PDF daraus drucken. Versuchen wir das Anwenden der interaktiven Tafel auf drei Ebenen zu betrachten. Wir können analog mit diesen Tafeln arbeiten, interaktiv und kollaborativ. Dazu sei gesagt, dass nach oben hin keine Grenzen gesetzt sind. Das analoge Tafelarbeiten würde etwa aus der Sicht des Lehrers, der Lehrerin bedeuten, dass wir Inhalte
als Tafelbild an der Tafel erstellen und diese präsentieren. Beim interaktiven Arbeiten geben wir dem Computer Inhalte ein und der Computer gibt uns Rückmeldungen. Ein Beispiel: Wir haben einen kleinen Rechentrainer, einen interaktiven Lernbaustein. Wir geben die Antwort dieser Rechnung ein und der Computer meldet uns rück, ob das richtig oder falsch ist. Das kollaborative Arbeiten würde bedeuten, dass wir miteinander Inhalte produzieren. Das Ganze kann synchron oder asynchron passieren. Synchron würde bedeuten, dass wir das also während der Stunde im Klassenraum gemeinsam mit der interaktiven Tafel und zum Beispiel Web 2.0 Tools produzieren. Asynchron könnte bedeuten, dass das Ganze auch von woanders aus, von zu Hause aus, zu unterschiedlichen Zeiten passiert. Eine Antwort auf die Frage, wie wir mit der interaktiven Tafel arbeiten, wäre mit Software. In erster Linie mit der Tafelsimulationssoftware, wo wir also das Arbeiten, wie wir es auf einer klassischen grünen Tafel gewohnt sind, auf einer digitalen Tafel ausführen und umsetzen. Natürlich können wir aber auch Office-Programme verwenden, die wir vielleicht auch schon bisher im Unterricht nur mit Beamer angewendet haben. Lernsoftware, E-Books, Web 2.0 Tools in jeglicher Art und Weise, Cloud Computing kann betrieben werden und natürlich auch Lernplattformen sollten nicht fehlen. Den Einsatz unterschiedlicher Software möchte ich Ihnen anhand dieser vier Beispiele zeigen. Windows Journal als ein Vertreter, als ein kleines Programm, das in Windows standardmäßig integriert ist, ein kleines Notizbuch, das eben auch in Kombination mit einer interaktiven Tafel verwendet werden kann. Microsoft OneNote, ein Vertreter aus der Office-Schiene, ein digitales Notizbuch. Smart Notebook, die Software, die die Firma Smart mit ihren interaktiven Tafelsystemen mitgibt. Diese Software kann aber auch mit anderen Systemen verwendet werden. Und OpenSancore, also eine Tafelsimulationssoftware, die gratis ist. Windows Journal, ein Programm, das eben standardmäßig mit Ihrer Windows-Installation mit installiert ist. Ein einfaches Programm mit einer sehr übersichtlichen und einfachen Werkzeugleiste. Wir können hier neue Notizen erstellen, wir können diese Notizen speichern, natürlich auch in einem eigenen Dateiformat. Das Format ist .jnt, heißt eben, dass ich diese Datei nur mit dem Journal wieder öffnen kann. Wir können die Seite größer und kleiner zoomen, kopieren, einfügen aus der Zwischenablage. Wir können einen Schritt rückgängig machen bzw. wiederherstellen. Wir können eben Stifte verwenden. Hier verschiedene Stifte zur Auswahl von dünn bis mittel und stark. Das Ganze natürlich auch in verschiedenen Farben. Und wenn ich diesen Stift angewählt habe, kann ich damit schreiben. Ich befinde mich derzeit nicht auf einer interaktiven Tafel, mache das Ganze eben von einem Tablet aus. Es gibt auch einen Textmarker. Textmarker heißt, dass dieser Stift eben ein wenig transparent ist und farblich hervorheben soll. Einen Radiergummi, mit dem ich etwas Geschriebenes in digitaler Tinte wieder löschen kann. Ein Lasso-Werkzeug, mit dem ich markieren kann. Und dieses Programm hat auch eine Art von Intelligenz. Ich kann hier zum Beispiel einen markierten, handgeschriebenen Text unter Aktionen von der Handschrift in einen computergeschriebenen Text konvertieren. Er erkennt das in dem Fall richtig als Schreiben und fragt mich nach der Bestätigung, ob ich das Ganze in die Zwischenablage oder eben direkt in diese Journalnotiz einfügen möchte. Windows Journal, ein sehr einfaches Programm für einfaches, quasi analoges Tafelarbeiten zum Schreiben, zum Notieren, Kommentieren, gut geeignet. Microsoft OneNote, das digitale Notizbuch, standardmäßig unter Windows 10 vorinstalliert und kann eben auch als Office-Programm installiert werden. Mit Doppelklick starte ich eine neue Notiz, kann hier jederzeit mit der Tastatur einen Text eingeben. Für uns beim Tafelarbeiten interessant ist der Karteireiter Zeichnen. Hier eben ähnlich wie beim Windows Journal verschiedene Werkzeuge wie das Stiftwerkzeug. Ich wähle mir also den Stift aus, kann rechts daneben gleich eine andere Farbe und auch Stiftstärke auswählen und schreiben.
die Smart Notebook Software, eine Tafelsimulationssoftware, lizenziert von Smart für die Tafeln von Smart und auch andere interaktive Tafeln verwendbar. Wir sehen hier eine Werkzeugleiste mit Shortcuts. Die Symbole sind, glaube ich, sehr selbsterklärend. Das Tafelbild kann auch hier gespeichert werden und wird im Format .notebook abgespeichert. Notebook-Dateien können eben auch nur mit Smart-Software geöffnet werden. Wenn wir, so wie auch bei anderen interaktiven Tafeln und verschiedener Software, die Bilder bzw. das Tafelbild weitergeben wollen, dann sollten wir eben drucken, exportieren, hier zum Beispiel möglich als PDF, PowerPoint, Bilddatei und so weiter. Ohne das Programm jetzt im Detail vorstellen zu wollen, sehen wir hier bei so einer Tafelsimulationssoftware einen Unterschied. Wir haben zum Beispiel bei den Stiften viele verschiedene Stifte zur Auswahl. Der formsensitive Stift hier, ein Stift, der durch Zeichnen von einer Form eine schöne Form erstellt. Und so gibt es also verschiedenste Stifte. Daneben auch die Eigenschaften wie Farbe oder Strichstärke. Ich kann hier auch ganz schnell neue Seiten hinzufügen bzw. diese Seiten auch löschen. Natürlich kann ich auch Computertext erstellen durch Eingabe von Handschrift und Texterkennung. Ich habe das Wort Schreiben handschriftlich geschrieben, kann über die rechte Maustaste zumindest Scheiben erkennen und könnte mit Doppelklick gleich mit der Tastatur diesen Text weiter bearbeiten. Da ich nun auf einem Tablet arbeite, ist es eben aufgrund der kleinen Größe nicht allzu leicht möglich, schön zu schreiben. Mit einer interaktiven Tafel, die viel größer ist, geht es um einiges besser und da ist auch die Texterkennung dann sicher besser. Tafelsimulationssoftware bietet auch meistens eine integrierte Galerie mit vielen Bildern, eben auch schon mit interaktivem Material bzw. mit fertigen Seiten, mit Hintergründen und so weiter. Auch digitale Werkzeuge, sofern benötigt, sind vorhanden. Nehmen wir als Beispiel für die Mathematik ein Geodreieck. Ich kann dieses Geodreieck drehen, verschieben und auch skalieren und kann eben mit Stiften, mit digitaler Tinte an dieser Lineallinie zeichnen und es entsteht ein gerader Strich. Ein Strich aus digitaler Tinte, das ist noch keine Form. Zum Vergleich kann ich natürlich auch Formen aufziehen, hier etwa diese Linienform. Der Unterschied, ich kann beides als Objekt anklicken. Digitale Tinte kann ich aber zum Beispiel auch mit einem Schwamm löschen. Eine Form kann ich mit dem Schwamm nicht löschen. Die Smart Notebook Software, eine Tafelsimulationssoftware, die eben ständig weiterentwickelt wird, je nachdem, was Sie für eine Lizenz verwenden, gibt es eben auch diese Updates dann immer aktuell auf Ihrem Rechner zum Download und Sie können die Weiterentwicklungen der Firma wie zum Beispiel das Smart Lab und so weiter genießen. OpenSancore, eine Open Source Whiteboard Software, also eine Software für eine interaktive Tafel, die gratis zur Verfügung steht. Nachteil, sie wird derzeit nicht weiterentwickelt. Wir stehen in der Version 2.5.1. Vom Aufbau her der Smart Notebook Software sehr ähnlich. Wir haben die Seitenübersicht. Wir können schnell neue Seiten hinzufügen. Wir können aus einer Galerie auswählen. Und wir können natürlich auch Stifte anwählen und schreiben. Noch ein paar Worte zu den Unterrichtsszenarios. Die interaktive Tafel bleibt eine Tafel. Sie bleibt ein zentrales Projektionsmedium im Raum, aber die interaktive Tafel ist ein Teil des digitalen Klassenzimmers. Durch Ergänzung und Verschmelzung von Tablets, von Bring Your Own Device und verschiedenen anderen neuen Medien sind natürlich unterschiedlichste Unterrichtsszenarios möglich. Einerseits haben wir eben die Präsentationsfläche, andererseits kann die Tafel als ein Teil von einem Stationenbetrieb eingesetzt werden.
Auch im Flipped Classroom-Konzept hat die Tafel ihren Reiz. Für die Vorbereitungsarbeit von Lernvideos und Unterrichtsmaterial zur Bereitstellung für die Schülerinnen und Schüler. Die Tafel als ein geniales Werkzeug, ein großes Werkzeug, um reale Unterrichtssituationen vielleicht in einem Video nachzustellen. Und auch in der virtuellen Lehre hat die Tafel ihren Reiz. Unter virtueller Lehre verstehe ich, dass ich eben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer und die Referentinnen und Referenten in einem virtuellen Raum treffen. Der Referent, die Referentinnen können aber in einem realen Raum mit einer interaktiven Tafel angenehm ihre Inhalte aufbereiten. Durch das digitale Arbeiten kann das dann leicht über das Internet an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer verteilt werden, auch wiederum gespeichert werden, zur Verfügung gestellt werden. Abschließend noch ein kurzer Blick über den Tellerrand. Wie schon vorher erwähnt, ist der Mehrwert der interaktiven Tafel meiner Meinung nach erst dann gegeben, wenn wir die Tafel als einen Teil im digitalen Klassenzimmer sehen, wenn wir also auch noch andere digitale Medien wie Smartphones, Tablets, das Internet, alle möglichen Inhalte mit der interaktiven Tafel kombinieren. Wir wollen das Angebot, das uns das Internet, die Web 2.0 Tools, die digitale Welt bietet, nutzen und auch in unseren Unterricht integrieren. Wir wollen interaktiv arbeiten, also interaktive Lernbausteine einarbeiten. Wir wollen vor allem kollaborativ arbeiten, das heißt, diese interaktiven Bausteine auch nicht nur an der Tafel verwenden, sondern eben auch verteilen an die Devices der Schülerinnen und Schüler, der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Lehrveranstaltungen. Wir wollen gemeinsam über das Web arbeiten. Wir wollen im Flipped Classroom-Konzept synchron oder asynchron arbeiten und dort die interaktive Tafel vielleicht einerseits zur Vorbereitung einsetzen, andererseits auch während der Nachbereitungsphase, wo man sich trifft, zum Kommentieren und Ergänzen verwenden. Ja, und in der virtuellen Lehre auch ein einfaches, ein leichtes Arbeiten durch eine große Projektionsfläche, durch eine angenehme, intuitiv bedienbare Fläche und echte Stifte, die ich angreifen kann, das Erstellen von Inhalten ermöglichen. Sie haben nun einen ersten Überblick über das Thema interaktive Tafelsysteme im Unterricht bekommen und ich möchte an dieser Stelle noch auf das Fortbildungsprogramm der Pädagogischen Hochschule in Österreich aufmerksam machen. Ich freue mich auf ein Wiedersehen. Bis bald.